Kappel, warum gehst du denn zum VfL? Was bedeutet dir das? Das ist mein Leben. Weil, wenn man. Also, das ist. Ich gehe seit 36 Jahren dahin. Das erste Spiel war übrigens gegen Karlsruhe, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich tausche die Wochenenden. Ich sehe zu, dass ich beim Heimspiel dabei bin. Das ist einfach mein Ding. Das ist mein Leben. Das ist alles, was ich habe. Das ist für mich das Größte, was es gibt. Also, ganz ehrlich. Ich war zweimal verheiratet, zweimal im Arsch. Alles egal. Der VfL bleibt für immer. Das ist das. Der VfL bleibt für immer. In meinem Herzen und für immer. Das ist das. Das ist der einzige Grund. Das ist, mehr kann ich dazu nicht sagen. Die Fans auf den Zaun zu klettern. Ich habe schon zweimal den Fuß gebrochen. Ist scheißegal. Ne? Also wirklich, also total Action. Ne? Das ist nur beim VfL. Das gibt in keinem Stadion. Gibt es das so? Woanders stehen sie dann so. Ja, gucken, ja. Aber bei uns ist immer, egal wie es steht, ne? Also die Stimmung bei uns ist die beste, das Umfeld ist das Beste und deswegen, das muss auch so bleiben, weg mit dem Stadionneuausbau oder keine Ahnung, irgendwelchen anderen Sachen, Nachhaltigkeit irgendwie, finde ich auch alles gut, ist alles schön, ne? Man kann auch eine vegane Currywurst fressen, also aber interessiert mich nicht, ich gehe dahin, stehe immer hinterm Zaun und gebe da immer echt alles und mache mich da auch ganz im Abgefühl. Das ist das, wirklich, das ist für mich das Größte. Wie zelebrierst du so einen Spieltag? Wann geht's bei dir los? Ja, wie gesagt, ich stehe dann so, ich hatte jetzt gestern Spätdienst, ne, bin dann so um 11 Uhr von der Arbeit gekommen, stehe um 7 Uhr morgens auf, dann gibt es erstmal das erste Bierchen, so, also so halt normales Frühstück halt. Ne. Dann um 9 Uhr 11 fährt der Bus direkt von meiner Haustür, fährt zur Ruhr-Universität, da stehe ich an der Ruhr-Universität, da habe ich übrigens heute auf die Fresse gelegt, bei Glatteis, ne, und dann gehe ich halt um 10 Uhr in die Kneipe und dann warte ich bis ihr halt so die antanzt. So langsam. Ne? Und du gehst vorher nach Meckes? Ja, vorher natürlich nur nach Meckes. Kleiner Meckes. Ne? Ich habe auch keine Witten, gibt es einen Meckes an. Also, ist, wirklich, ich bin der erste Gast da. Richtig frischen Royal TS, weißt du, richtig so. Ah, lecker, es ist herrlich. Es ist wunderbar. Erwin ist wirklich der, also der ist auch mal um 10 Uhr morgens da, ne? Der ist mal so ein Donkart und Pilz, ne? Ich soll wieder reinkommen, er hat für mich einen Pilz bestellt. Ja, okay. Mega. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Benjamin, ciao. Ich muss mal einen Klatsch jetzt das weh? Nee, aber ich bin mal müde von der Latte. Hey, guck mal, Kaffee, guck mal, was der kann. Kannst du auch mal zaubern? Der lacht sich kaputt in der Latte. Kaffee ist der neue Tanki. Ja, und du bist neu. Boah, ey, hier. Alter. Du hast eine beste Liga und das ist einfach. Ja, aber ganz gut. Und der Typ, aber der Typ, der neben mir steht, ne? Der ist 18 Jahre alt, das ist ein Analytiker. Der hat dann immer so sein Handy in der Hand, der weiß immer, wann die Tore fallen, der weiß jede Aufstellung, der kennt jeden Pass, der fällt. Ja, warte mal ab, da kommt noch was, ne? Und deswegen stehe ich da. Also unglaublicher Analytiker, perfekt. Ist der Irrseher oder was? Ne, der Typ ist ein Irrer. Der ist Irre ist der. Steh auf, steh auf. Und kommst du in ein Stadion, noch eins zu fallen, das können nur die Mora sein, ja, die Fans vom VfL. Joel, 2 Stunden bis zum Spiel, blauer Himmel. Wie fühlst du dich?
bin schon ein bisschen fickerig, Alter, hab schon Bock auf Stadion, ne? Ist ja gegen Stuttgart heute, weißt du, aber ich schätze mal so, ich habe so 3-2 im Gefühl, weißt du. Es war ein bisschen weit ausgeholt, aber das fühlt sich echt heute daran. Bestes Fußballwetter, weißt du, auch blau-weiß hier, blauer Himmel, weiße Wolken, Alter, weißer Schnee. Weißer Schnee, Alter, weißt du. Weißer Schnee, blauer Himmel, weißer Schnee. Ja, ich würde sagen, die Zeichen stehen auf VfL, wa? Was bedeutet dir das denn, ins Stadion zu gehen? Ins Stadion zu gehen, Alter, das ist geil. Das ist wie eine andere Welt, weißt du? Es gibt einmal die eine Welt, wo du arbeiten gehst, Scheiße hast und alles. Dann gehst du ins Stadion, Alter, dann läufst du wie auf Wolken, weißt du? Dann bist du im siebten Himmel, weißt du? Weil das ist halt der Spieltag. Du schießt morgens auf, rasierst dich, machst dich fertig, gehst ab, fährst nach Bochum, Alter, weißt du, dann erstmal eine Kanne. Triffst geile Leute, triffst deine Kumpels oder was, dann gehst du ins Stadion, dann guckst du Fußball. Und das ist nicht nur reiner Fußball, das ist eine Lebenseinstellung. Weißt du, und das ist halt von ganz alleine schlägt dein Herz höher, je näher du dem Stadion kommst. Wenn du schon im Stadion drinne bist und also ich sag mal so, es gibt diesen Geruch Stadion, das gibt es, ne? Das ist Kippe, Bier, Furz, weißt du? Und das ist halt einfach richtig geil, weißt du? Und dann, ich sag mal, geh mir einer bei ab, wenn ich in den Stadion gehe, weißt du? Das ist schon geil. Was arbeitest du denn? Ja, ich arbeite bei Fiegel. Ach komm. Ja klar. Ich arbeite in der Flaschen- und Fassabfüllung. Ah, okay. Also wenn du eine Kanne trinkst von Fiege, dann kann es sehr wahrscheinlich sein, dass ich daran beteiligt bin. Schon das Kind in der Wiege schrie nach dem Bier von Moritz Fiegel. Karl Soos Brot. Ja, so. Hast du von Tanki gelernt, oder? Nee. Sagt man das bei euch auf Arbeit auch oft? Nee, hab ich von meinem Vater. Ja, okay. Damals im Schröbergarten. Den Gürtel hast du auch von deinem Vater? Nee. Hab ich mir mal gekauft. Aber man könnte auch meinen, dass du Stuttgart-Fan bist mit dem Gürtel. Ja, ich hab mir einen Lebenslauf. Als ich den Joel zum ersten Mal vielleicht begegnet habe, wusste ich schon, der ist ein ganz klasse Typ oder was. Ne? Das ist ein scheiß Analytiker. Thomas, du guckst völlig irritiert. Was ist passiert? Ja, ich war total überrascht oder was. Ich gehe auf Toilette oder was. Erstmal sehe ich Spinnennetze auf Toilette im Winter oder was. Ne? Hängen da überall rum oder was. Ne? Bin ich am Pinkeln, plötzlich an den Spinnen am Sack hängen oder was? Muss ich die während des Pinkeln erstmal wegmachen oder was? Wie groß war die Spinne denn? Was? Wie groß war die Spinne denn? Das war so ein Apparat oder was? Also wenn wir heute gewinnen, dann gewinnen wir nur, weil auf Toilette die Spinne an deinem Sack war. Aber blau-weiß war die Spinne nicht oder was? Die hat so rote Beine. Spinnennetze? Ich bin am Pinkel, plötzlich habe ich die Spinne am Sack hängen. Oder? Ich denke, was sagt denn doch, hab ich die weggemacht. Ich denke, was ist denn nun los? Vor allem sag ich noch, sag ich, Spinnennetze im Winter oder was? Ne? Ja, dann krabbelt eine Spinne an meinen Sack rum. Ja, das darf auch also, sobald die Betroffenen den Zaunfaden wechselt, kann es hier weitergehen mit Fußball. Jesus, wo gehst du hin? Zu McDonald's oder was? Lecker Burger essen. Fantastico. Die Mc's Burger sind am besten oder was? Ich habe Appetit auf Fischmeck oder was? Die Gutscheine sind draußen, also die 184 oder was? Was ist das? Ja, das sind zwei Fischmeck, man bezahlt nur einen oder was? Hast du die Gutscheinnummer schon im Kopf? Ja, die Nummern, die habe ich im Kopf oder was? Von meinem Lieblingsburger oder was? Lecker oder was? Erstmal einen schönen Fischmeck essen oder was? Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, so habt ihr heute VfL Bochum gegen VfL Stuttgart oder was? Hab noch nie erlebt oder was? Seit über 40 Jahren oder was? Ne?
der Schiedsrichter hat die zweite Hälfte nicht angepfiffen oder was, weil Sicherheitstore irgendwie abgehangen wurden oder was weiß ich was oder was. Das hat so lange gedauert, dass eigentlich die anderen Ligaspiele schon längst fertig waren, fast fertig waren oder was. Ne? Also 17.15 Uhr, wo normalerweise die Liga ja von 3:30 wenn Anschluss ist oder was, beendet ist oder was, haben wir erstmal unsere zweite Hälfte gespielt oder was. Also vor 4 Wochen. Also sehr merkwürdig oder was, ne? Ich glaube, das hat es noch nie gegeben, so eine lange Unterbrechung. Hat es noch nie gegeben, wahrscheinlich. Und wofür am Ende? Da hängen jedes Mal hängen da die Fahnen. Seitdem ich ins Großstadion gehe, gefühlt hängen da die Fahnen. Also, da muss ich wieder sagen, das muss ich nicht verstehen, Albert. Also, euch ist das merkwürdig und wir stehen da alle in der Kälte rum, oder was, ne? Also, das darf doch nicht schon wieder keinem erzählen, oder was, ne? Umso mehr schmeckt dir jetzt der Burger. Ja. Sehr lecker. Der Fischmeck sieht auch gut aus, oder? Mmh.